Ja, einen wunderschönen guten Morgen vom Darmstädter Hauptbahnhof. Der ja, erste Reisebericht im Jahr 2019. Und ihr habt es vielleicht schon vor ein paar Wochen beim Bericht aus Leipzig gesehen. Ja, ich habe jetzt beschlossen, die Touren immer jahresmäßig durchzunummerieren, weil nicht alle Touren immer nur zwangsweise bei dieser Sommerdeutschland-Tour stattfinden. Und ja, es gibt auch mal Touren, wo ich nichts drehe unterwegs, die aber trotzdem man als Deutschlandtour bezeichnen kann. Ja, und deshalb gibt es jetzt einfach die Durchnummerierung Reisebericht 2019, jetzt Nummer 1. Und es geht ins Ruhrgebiet. Heute ist der 2. Januar 2019. Ja, und unser Hauptziel ist der RE3-Ersatzzug der Eurobahn, der mit einer ja, interessanten 145 und TAIN-Wagen fährt. Ja, wie gesagt, das ist unser Hauptziel und wir hoffen, dass wir noch gute Beifänge kriegen und fahren nach NRW. Es ist 5.05 Uhr, wir befinden uns am Darmstädter Hauptbahnhof und fahren jetzt gleich mit der S3 nach Frankfurt. Wir haben eine der Weihnachtswerbebahnen erwischt mit dem 3000 PS starken Rentier, die uns hoffentlich schnell nach Frankfurt bringen wird. So, Frankfurt Hauptbahnhof ist erreicht und als nächste Etappe geht es jetzt mit dem Mittelhessen-Express nach Gießen. So, weiter geht es jetzt hier mit dem RE99 nach Siegen. Ja, mit dem Rhein-Sieg-Express geht es jetzt nach einem sagenhaften 4-Minuten-Umstieg in Siegen, der oft schief geht, heute aber tatsächlich geklappt hat, nach Köln mit Doppelstockwagen und 146, tatsächlich teilweise auch alten Wagen und Loks von der Main-Neckar-Bahn. Und ja, damit fahren wir jetzt nach Köln. Es ist aktuell 8.10 Uhr, wir sind dann also gegen 9 in Köln. Uhr, 9.30 Uhr und wir sind in Köln Hauptbahnhof angekommen. Erster Fang hier auf dem Kantinenabstellgleis, eine TRI 110. Und ja, wir gucken jetzt gleich, was auf der RB48 in der Wuppertal ist. Das könnte eine Ersatzgarnitur sein. Und dann schauen wir weiter, wenn wir dann mit der kurz fahren oder dann eben nachher weiter Richtung Düsseldorf. Wir fahren auf jeden Fall dann bald nach Angermund für den RE3 Ersatzzug. Haben wir jetzt kurz noch ein bisschen Zeit hier in Köln. Mit dem RE5 geht's jetzt nach Düsseldorf. Wir sind mit dem RE5 bis Düsseldorf Flughafen gefahren, steigen jetzt gleich um in die S1, dann werden wir noch eine Station weiter bis nach Angermund fahren. Ja, und dann sind wir an einem S-Bahnhof mit hoffentlich schöner Durchfahrt, die wir dort fotografisch festhalten können. Und ja, zwischen Düsseldorf und Duisburg fährt eh sehr viel. Und ja, auch der RE3, auf dem ja die Ersatzgarnitur unterwegs mit einer 145 und TRI-N-Wagen. Und das werden wir dann gleich in Angermund aufnehmen. Ja, zum Überblick für euch ist es mittlerweile 11.17 Uhr.
So, Angermund hat geklappt. Wir haben den R3-Ersatzzug, wie ihr gesehen habt, sogar mit Makro aufgenommen. Nur es sieht hier nicht zugegebenermaßen nicht so super aus. Und deshalb fahren wir jetzt mit der nächsten, dort gerade kommenden S-Bahn zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, um dort den R3-Ersatzzug während seiner Wendezeit nochmal aufzunehmen. Hier haben wir die schöne Ersatzkante nochmal am Hauptbahnhof, die wir gerade ausführlich aufgenommen haben mit dieser ja, sehr interessanten Lok. Der ein oder andere, der sich vielleicht nicht so gut informiert war, hat sich vielleicht erst gedacht, als ich erzählt habe, ja, der fährt mit 145. Ja, was wollen die denn mit einer 145? Aber das ist schon, muss man sagen, eine geile 145 und ja, TRI-N-Wagen sogar eh. Und ja, das Ding fährt ohne Steuerwagen, weil 145 irgendwie nicht kompatibel dazu ist. Und deshalb müssen die immer umsetzen und fahren auch in die Gegenrichtung Lok voraus und das ist eine ziemlich coole Sache. Und ja, weil wir sonst heute nicht dazu kommen würden, fahren wir jetzt mit diesem Zug zum Düsseldorfer Flughafen. Denn unser nächster Punkt ist jetzt eine Fotostelle an der Ratinger Westbahn. Das ist eine reine Güterverkehrsstrecke, die von Duisburg nach Köln führt. Und da fahren wir hin mit dem Bus ab Angermund, lustig. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück nach Angermund. Wir sind aber jetzt halt zum Hauptbahnhof, weil wir mittags Hunger hatten und ja, den R3-Ersatzzug hier nochmal ausführlich aufnehmen wollten. Und ja, es geht jetzt also mit dem R3-Ersatzzug wieder zum Flughafen, dann wieder mit der S-Bahn nach Angermund. Also dasselbe Prinzip, was wir ja schon kennen. Und dann mit dem Bus nach Lindorf. Und dann hoffen wir, dass heute Güterverkehr ist.
Ja, ich habe mich lange nicht zwischengemeldet. Wir waren, wie ihr vielleicht gesehen habt, mit relativ erfolgreicher Ausbeute in Lintorf am Ring. Sind dann ja, von dort mit dem Bus an die S6 gefahren, an irgend so ein Örtchen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Und dann mit der S6 nach Essen und mit der S2 nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Und dann jetzt hier in der Dämmerung den RE3-Ersatzzug nochmal aufnehmen, 45 voraus. Und das ist ja so ein Abschluss. Highlight jetzt am Ende des Tages, kriegen wir hier noch die neue Werbelok und den 1063. Also, ich weiß nicht genau, wann ich dieses Video hochlade. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand wahrscheinlich Mitte, Ende Februar. Bis dahin ist 1063 wahrscheinlich alles, aber nicht mehr neu. Auf jeden Fall, aktuell ist die Werbelok 1063, 100 Jahre Bauhaus, neu. Und ja, die kriegen wir jetzt alle das erste Mal hier am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Also, wie gesagt, den Ersatzzug und die 101 in hier in Gelsenkirchen. Vielleicht kommt noch was anderes Tolles vorbei, das wissen wir jetzt noch nicht genau. Und ja, dann geht es nochmal nach Duisburg. Nochmal kurz vorm Abschluss noch eine RE3 Langzeitbelichtung. Ja, und dann geht's weitestgehend nach Hause. Wir sind am Kölner Hauptbahnhof. Ich hatte mich ja seit, wie hieß denn das so, seit Gelsenkirchen nicht mehr gemeldet. Aber ja, wir waren dann, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, dann tatsächlich in Duisburg und sind jetzt nach Köln gefahren, weil es hat sich jetzt doch angeboten, über Köln und Siegen nach Hause zu fahren. Und ja, wir haben leider den Anschlusszug verpasst. Und deshalb haben wir jetzt hier noch ein bisschen Zeit in Köln. Und ja, fahren zum kurzen Zeitvertreib, einmal kurz mitten im 420, so hoffentlich ist es ein 420, einmal nach Köln-Ehrenfeld und wieder zurück. Das dauert nämlich 20 Minuten. Und ja, kaum sonst noch was zum Abendessen und dann fahren wir über Siegen und Gießen nach Hause. Und ja, mal gucken, was jetzt hier noch so der Abend in Köln halt bringt.